Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video reinstarten, will ich euch mal noch die Seite Softwareindustrie24 vorstellen. Ihr findet auf der Seite verschiedene Softwareprodukte und Keys. Die Bewertungen sprechen auf jeden Fall für sich, wir haben hier über 2000 positive Bewertungen. Und bevor ich euch jetzt die verschiedenen Produkte genauer vorstelle, habe ich erstmal einen Rabattcode für euch. Und zwar lautet der Gutscheincode TechGary10. Damit bekommt ihr dann auf jedes Produkt, das ihr euch bestellt, 10% Rabatt. Den findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, genauso wie der Link von der Seite. Als allererstes kommen wir zu dem Betriebssystem und zwar haben wir hier Windows 11, 10, 8 und 7. Wir gehen jetzt einfach mal als Beispiel auf Windows 11 Pro. Dann sehen wir hier 29,90 € kostet das Ganze. Wir drücken auf zum Produkt. Wenn wir das Ganze dann in den Warenkorb gemacht haben und zur Kasse gehen, können wir dann auch den Gutscheincode schon eingeben. Neben den Betriebssystemen bietet die Seite auch Microsoft Office Pakete an. Für Mac und für PC. Wir haben hier Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, Access. An der Leiste hier oben könnt ihr ja erkennen, welche verschiedene Produkte es gibt. Wir gehen jetzt mal noch kurz auf den Virenschutz und da seht ihr dann auch die verschiedenen Hersteller. Also Leute, falls ihr gerade einen neuen PC baut und ein Betriebssystem braucht oder vielleicht wollt ihr auch ein gutes Virenschutzprogramm haben, dann könnt ihr sehr gerne 10% sparen. Mit meinem Code. Was geht, Freunde, und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute haben wir Teil 46 am Start von den Zuschauer-Setups. Ich bin mal gespannt, was wir heute so am Stissel haben. Lasst gerne ein Like da für den Support. E-Mail findet ihr in der Videobeschreibung. Gerne auschecken und euer Setup einsenden. Und dann können wir auch schon reinstarten. Let's go. Okay, der erste Bre, den wir heute am Start haben, ist Ben. Er ist 12 Jahre alt. Und hast du ein paar Upgrade-Ideen für mich? Ich habe sogar heute echt eine gute Upgrade-Idee für euch. Und zwar habe ich darüber einen Shorts gemacht. Ich habe mir so eine PlayStation-Leuchte gekauft, wie man die ganze Zeit schon im Hintergrund sieht. Wenn ihr die auch haben wollt, wäre es halt nice, wenn ihr direkt über den Link in der Videobeschreibung bestellen würdet. Denn ihr kennt es, Amazon Affiliate-Links, da bekomme ich ein paar Prozente von ab. Und es wird für euch nicht teurer. Die könnt ihr mit Batterie betreiben, mit Strom, also mit USB. Man kann die an die Wand hängen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, die halt auf den Tisch zu stellen hier. Die andere Möglichkeit wäre noch gewesen, die an die Tür zu machen. Aber das ist halt immer scheiße mit dem Kabel, wenn man die Tür aufmacht. Ich finde den Spot eigentlich ganz nice. Und ganz ehrlich, für diese Cam-Optik hier, das perfekte Gadget, passt wirklich 1:1 zu den Produkten, die ich im Zimmer habe. Kannst du hier auch irgendwo auf den Tisch stellen, über das Setup vielleicht hier hängen. Und dann sieht es im Dunkeln auch extrem nice aus. So, ja, er hat eine Nintendo Switch. Dann an der rechten Seite, glaube ich, ein Handy oder ein ganz kleines Tablet, um wahrscheinlich vielleicht noch nebenbei YouTube-Videos zu schauen. Auf jeden Fall eine riesengroße Gaming-Tastatur hat er hier. Die wäre mir persönlich schon zu groß, weil die nimmt extrem viel vom Tisch ein. Und wenn man da mal was essen will oder sonst was, wäre das mir auf jeden Fall zu groß. Ich habe jetzt selber nur so eine kleine 60%-Tastatur und für die Sachen, die ich am PC mache, reicht es auch locker easy für mich aus. Dann machen wir jetzt hier weiter mit Marian, er ist auch 12 Jahre alt. Er hat mir sein Setup schon mal geschickt und richtig viel geupgradet. Okay, er hat hier einen Razer Gaming Stuhl. Den gibt es in der Black Edition und in dem grünen halt, wie es halt standardmäßig ist. Das ist ja die Farbe von Razer. Mir war es aber wichtig, dass meiner komplett schwarz ist. Ich habe ja auch einen von Razer, weil das halt einfach besser matcht. So, grün passt gar nicht in mein Zimmer. Auf sowas würde ich auch immer ein bisschen achten, dass halt die Produkte dieselben Farben haben wie euer Setup. Einen Monitor, dann hat er hier hinten so eine kleine Leuchte und ein HyperX-Mikrofon. Highlight bei ihm ist natürlich der PC. Der ist schon extrem gut im Vergleich zu seinem Setup. Ist vielleicht auch da ein bisschen gewastet, wenn er unten auf dem Boden steht. Aber ja, ist halt ein bisschen kleiner Tisch, ne? Passt nicht drauf. Vielleicht da in Zukunft einen größeren Tisch holen und dann kann man den PC auch draufstellen. Weiter geht's mit Jakob, 13. Ich verfolge deine Videos schon seit gewisser Zeit und wollte jetzt auch mal checken. Ich habe letztens meinen Tisch geupgradet und mir einen zweiten Monitor geholt. Würde mich freuen, wenn du mich ins Video nimmst. Die Bilder zeigen leider nicht sehr viel von dem Kabelmanagement unter dem Tisch, aber ich konnte gerade auch kein Foto machen, da mein PC in Reparatur ist. Oha, das Star ist fresh. Diese Akustik-Panels im Hintergrund sind nice, die schwarzen. Könnt ihr auch auf Amazon kaufen. Die gibt es in schwarz und in weiß. Würde ich euch aber auch klar für die Optik empfehlen, aber die sind auch für die Akustik gut. Die 3D-Wall-Panels an der Wand, die bringen gar nichts für die Akustik. So, okay, PC sieht auch fresh aus. Schöne LED-Beleuchtung auch hier. Ich glaube, die Maus ist von Nifta. Ja, auch hier eine 60%-Tastatur. Keine Ahnung, welche Marke das ist. Ob die jetzt auch von Nifta ist, kann ich gar nicht sagen. Dann hat er einen Quer- und einen Hochkant-Monitor. Sieht immer fresh aus bei einem Setup.
Generell so die Optik ist einfach so dieses typische TikTok-amerikanische Setup. Dann noch die Pflanze oben drüber. Das ist halt einfach so wirklich dieses typische Ami-Setup. Ganz ehrlich, ne, ich würde hier vielleicht noch ein bisschen mit LEDs arbeiten, indem du entweder so eine Leuchte von Govee hinten an den Monitor klebst oder halt einfach ein normales LED-Strip. Und sodass halt diese schwarzen Matten nochmal angeleuchtet werden. Dann würde es im Dunkeln extrem nice aussehen, weil die auch so eine kleine Einkerbungen haben. Und ja, das wird dann richtig fresh aussehen. So, der nächste ist 13. Setup wieder über mehrere Jahre zusammengespart. PC-Daten haben wir jetzt hier. RTX 4070 Ti. Also für die Leute, die es interessiert. Auch hier wieder eine 9 von 10. Ist schon wirklich ein sehr stabiler PC. Mein PC bräuchte eigentlich noch eine Wasserkühlung. Aber da ich sowieso nicht am PC zocke, ist es auch egal so. Digga, seine Ecke sieht sehr, sehr chillig und aufgeräumt aus. Oha, sogar ein iMac, bei dem läuft. Eltern sind, glaube ich, Lehrer und Arzt. So ein Ding. Der Schreibtisch ist actually auch ganz nice mit der L-Optik. Und generell die Gesamtoptik vom Zimmer ist schon echt lecker. Das Einzige, was natürlich triggert, sind hier die paar Kabel. Ja, was macht man da? Die sind schon ein bisschen zusammengebunden. Das Teil hier, okay, hat aber auch einen Stromanschluss. Keine Ahnung, was es ist. Also bei so vielen Kabeln würde ich dann schon einen Kabelkanal benutzen. Einfach einen, der hier zack runtergeht. Und dann sieht man zwar auch diesen Kabelkanal, aber ist besser als diese 4-5 Kabel, die da runterhängen. Wenn man nur ein Kabel hat, dann braucht man keinen Kabelkanal. Aber das da würde sich schon lohnen. Dann hier oben nochmal so ein paar LED-Leuchten. Schmeckt. Deko ist auch cool. Also im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein stabiles Jugendzimmer. Auch hier diese Nanoleaf-Teile oben drüber. Schmeckt. DxRacer ist da noch am Start. Überall Beleuchtung. Schöne Deko. Cool. Ich bin Till und 14 Jahre alt. Das ist mein Gaming-Setup. Ich wollte mal fragen, wie du es findest und würde mich über Verbesserungsvorschläge freuen. Ich hole mir bald noch ein neues Gehäuse und eine neue Grafikkarte. Digga, das Zimmer ist eine 10 von 10 vom Aufbau her. Ist zwar im Dachgeschoss und gerade jetzt in der schwülen Sommerzeit wahrscheinlich absoluter Absturz, wenn er keine Klimaanlage hat. Aber generell ein Gaming-Zimmer auf dem Dachboden oder im Keller zu haben, ist einfach das Beste, was man haben kann, ich sag's euch. Normalerweise sind ja die Decken nicht so hoch beim Dachboden, aber er hat sogar eine richtig hohe Decke. Und sogar wenn man hier so schräg steht, bei der Schrägung, hast du immer noch genug Platz. Also das hindert jetzt nicht mal. Auf der rechten Seite ein Bett, auf der linken Seite eine kleine Couch, hier hinten seine Setup-Ecke. Also auch ein großes Zimmer, muss man sagen. Und Setup-Bereich ist minimalistisch, clean gehalten. So, jetzt geht's weiter mit Vitali, 11 Jahre alt. Fresher PC für 11. Mein lieber Scholli. Digga, mit 11 so ein PC ist schon ein Leckermäulchen. Was ist denn da mit seinem Monitor passiert? Junge, der Arme, der hat einfach seinen Monitor rutschen geschickt. Im Rage wahrscheinlich. Was zockt der? Counter-Strike? Digga, er zockt einfach mit 11 Counter-Strike. Zu meiner Schande muss ich aber gestehen, dass ich meinen Monitor auch schon mal rutschen geschickt habe. Den Monitor habe ich rutschen geschickt, indem ich den Controller gegen meinen Stuhl geworfen habe. Der ist abgeprallt und in den Monitor geflogen. Da war er in dem Gelände. Digga, ich stelle mir gerade vor, wie er den noch auf Krampf immer so benutzt, obwohl man nur noch die Hälfte davon sieht. Star ist so eine Headset-Halterung, glaube ich. Mit einer coolen LED-Beleuchtung. Macht was her. Dies ist meine Setup-Verwandlung innerhalb von 3 Jahren. Ich glaube, wir haben das da schon mal gesehen. Kommt mir bekannt vor. Auf dem Bild sieht es ein bisschen komisch alles aus. Ich verstehe die Leute nie, die so einen Schreibtisch haben mit so einem Regal nochmal drauf. Erstens, das Regal nimmt den Platz von dem halben Schreibtisch ein. Und zweitens, stellen die Leute dann noch den Monitor da drauf. Digga, also ich kann es mir nicht vorstellen, wie man da auf entspannt zocken soll. Beim besten Willen. Bei den PC-Spielern geht's immer noch, weil die sitzen generell ein bisschen höher. Also bei mir hängt der Monitor 5 cm über dem Schreibtisch. Bei ihm 30. Jeder Schreibtischstuhl, den ich mir gekauft habe, war einfach zu hoch für mein Setup. Deswegen habe ich einfach das Fußteil vom DxRacer an das Fußteil vom Razer-Stuhl geschraubt. Und jetzt habe ich halt die perfekte Höhe. Habe insgesamt 3 Jahre gespart und habe noch einen Laptop, aber er ist Schrott. GG's. Er hat noch einen Laptop, aber der ist Schrott. Ja, geil. Bisschen dunkel, die Bilder. Hoffentlich nochmal ein helles Bild. Klar, PC ist fresh. Wenn es ihm gefällt, alles gut. Aber ich persönlich hätte es einfach so gemacht, dass ich die Regale weiß gestrichen hätte. Muss man keine neue kaufen, kann man einfach weiß streichen und dann passt es auch, weil so rein an sich sind es ja gute Regale. Oder schwarz, dann würde es auch zu diesem Regal passen. Schreibtisch ist ja auch schwarz, ne?
Ja, in seinem Fall wäre es wahrscheinlich besser schwarz. Ich erkenne einen Schreibtisch, LEDs, zwei Monitore, Maus und Tastatur. Wo ist denn der PC? Also das da wäre mir zu wenig. Viel zu wenig. Da würde ich dann eine PlayStation-Leuchte noch kaufen und die hier links hinstellen. Ja, das wäre schon mal ein Big Upgrade. Dann haben wir hier Luis, 10 Jahre alt. Feier dich mal weiter so. Ich finde dieses Mauspad von Rick und Morty absolut nice. Generell die Serie ist eine 10 von 10. Ist jetzt nicht so mein Geschmack und würde auch gar nicht in mein Zimmer passen. Aber ja, wenn man das Ganze gut kombiniert, dann kann so ein farbiges Mauspad auch ganz nice aussehen. Was geht, Gary? Scheiße, Alex, bin 14 Jahre alt und das ist mein Setter. Fresh. Nanoleaf Pen ist gut eingesetzt. Ja, zwei Monitore, auch hier wieder ganz nicer PC. Ist halt mittlerweile schon so ein standardmäßiges Setup, aber heißt ja nicht, dass es dann halt schlecht ist. So, dann haben wir hier Lukas, 13 Jahre alt, habe seit 4 Jahren an meinem Setup gearbeitet. Finde es auch immer nice, wenn die Leute so ein komplettes Bild von dem Zimmer noch schicken. Also nicht nur Setup, sondern der komplette Gaming Room. Okay. Sowas fühle ich irgendwie immer gar nicht, wenn die Schreibtische mitten im Zimmer stehen. So mitten im Raum. Obwohl mit diesem runden Schreibtisch sieht es echt gar nicht mal so schlecht aus von der Perspektive hier. Du hast halt an der anderen Seite die ganzen Kabel und wenn du in dein Zimmer reinkommst oder auf der anderen Seite stehst, siehst du halt immer so die Rückseite. Und das würde mich halt abfucken. Das Bett da, ne? Das wollte ich mir früher unbedingt mal kaufen. Das hat hier auch noch so LEDs oben. An dem Glastisch kannst du aber auch keine Halterung festmachen. Ich würde den Glastisch hier hinstellen. Mitten in den Raum auch einfach dann. Weil dann kann er halt wenigstens aus dem Bett Fernsehen schauen. Wo ist denn hier noch so eine Couch oder so? Warum steht denn der Fernseher da? Da ist ja nichts mehr. Digga, das muss man mal verstehen. Setzt er sich auf den Teppich oder wie? Moin Gary, das ist mein Gaming-Setup. Ich bin 13 Jahre alt. Wäre Hammer, wenn ich ins Video kommen würde. Habe mir über anderthalb Jahren alles zusammengekauft. Mit meinem Geburtstags-Weihnachtsgeld etc. Plane in Zukunft einen weiteren Monitor und Gaming-PC zu holen. Das ganze Setup mit allen Sachen, die auf den Fotos sind, kosten ca. 1500 Euro. Monitors von Acer, 144 Hertz, 4K, Konsole PS5, Billo-Tastatur von Amazon, Maus, Rocket Vulcan, Mauspad, irgendwas von Amazon, Stuhl, DX Racer, yalla. Mehr oder weniger halt ein Konsolen-Setup, Gaming-Tisch gekauft, Game-Over-Schild auf der linken Seite, das da hat auch mindestens 20 Euro gekostet, wenn nicht sogar noch mehr. Und dieses PlayStation-Schild für 30 Euro hätte 10 mal besser ausgesehen. Kann er sich ja vielleicht noch dazu kaufen für die rechte Seite hier, da wo die Controller stehen. Da ist ja noch ein bisschen Platz. Vor allem, weil er ja auch auf der PS5 zockt, würde das sogar passen. Das wäre halt nochmal ein geiles Deko-Element, weil dann hat er auf der linken Seite eine Beleuchtung und auf der rechten Seite. Kabelmanagement ist gut gelöst, aber sind ja auch nicht viele Kabel da. Ich bin Lennart, 14, habe lange für meine kleine Gaming-Ecke gespart. Ja, auch das hier ist eins der besseren, ne? Hier sind wir wieder beim Thema Geschmackssache. Die Tapete im Hintergrund wäre halt so gar nicht meins. Ich finde die Deko ganz nice, die er hier auf dem Regal hat. Vor allem hier dieser Iron Man Kopf. Die LEDs, die hier oben am Balken sind, ja, die hätten nicht sein müssen, weil bevor man sich die LEDs einfach nur irgendwo dran klatscht, am besten gar keine LEDs benutzen. Für mich kommt nur noch indirekte Beleuchtung in Frage. Alles andere sieht einfach nichts aus. Es sieht so billo aus, wenn das einfach nur so dran geklebt wird. Aber Setup-Bereich ist eine 1+, mit den Wall-Panels, die angestrahlt werden, mit dem kleinen Fernseher nochmal oben drüber und Double-Monitor-Setup. Okay, ich würde sagen, wir machen noch den Maximilian und dann machen wir Schluss für die heutige Episode. Er ist 13 und das sind die Bilder. IKEA-Schreibtisch, Nifter-Mauspad, Nifter-Maus und Tastatur, AOC-Monitore, einen Hochkant, das Layout da sieht man immer öfter so und hier links nochmal eine chillige Pflanze. Auch hier wurden leider die LEDs einfach nur dran geklatscht. Ihr seht es ja selber, wie das aussieht. An sich aber auch hier wieder ein sehr solides Setup. Ja, heute muss man wirklich sagen, waren 90% der Setups Leckermäulchen. Haben geschmeckt. An der Stelle können wir Schluss machen, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Gerne jetzt noch ein Like da lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Haut rein. Ciao.